Hallo liebe Schützen, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für März 2024. Ja, seid herzlich willkommen, ob ihr nun wieder oder neu dabei seid. Ich freue mich, dass ihr mit hineinschaut in die Energien und schauen wir gleich mal, was fürs Schütze-Kollektiv hier zur Verfügung steht an Botschaft, an Information durch den Einblick in die Karten mit dem Wort auf dem Weg. Warten wir natürlich noch ein wenig. Wir schauen uns erstmal die Thematik an, mit der sich die Schützen in diesem überaus spannenden Monat hier so befassen dürfen, was die Herausforderung oder Lernaufgabe ist, was auch immer. Ja, auch Unterstützung natürlich, Hinweis. Es ist ein, ja, vielleicht sehr, sehr karmischer Monat, denn wir haben zum einen den astrologischen astrologischen Punkt des Heilers Chiron in enger Konstellation zur Schicksalsachse, die ja verläuft zwischen Widder und Waage, also Beziehungsthemen anspricht. Fragen des Umgangs mit uns selbst, der Beziehung zu uns selbst, aber natürlich auch der Prägung in Beziehungen, in jeglichen Beziehungen. Ne? Wie sind wir geprägt von unserem Elternhaus her? Mit welchen Glaubenssätzen, Haltungen zu uns selbst, Haltungen in Partnerschaften, in Eltern-Kind-Beziehungen, im beruflichen Bereich zu Freunden, was auch immer, ja, Einstellungen, Werten, von materiellen Dingen, was auch immer. Ja, schaut mal, ne, was euch da einfach auch sehr beschäftigt, was euch da auf dem Weg begegnet an Impulsen, die anzuschauen sind, die in Balance zu bringen sind, so ein Stück weit, wo ihr ja auch eben euren eigenen Weg zu finden habt. Nicht nur dem nachgeht, was euch überkommen ist, ne? Eben aus Beziehungen, ne, darauf weist die Waage sehr hin, sondern eben wie der Widder eben auch seinen eigenen Weg zu finden und damit vorwärts zu gehen, ganz bewusst, ja, in ja, gegenseitiger Wertschätzung natürlich. Ja, wir haben natürlich auch viel Wundervolles mitbekommen, ja, in unseren Prägungen, aber eben nicht nur, ja, manches darf da vielleicht auch nochmal losgelassen, bewusst losgelassen werden, in Veränderung gebracht werden. Ja, aber natürlich nicht nur in Beziehung auf Liebe, Liebespartnerschaft, ne, sondern auch auf jegliche andere Bereiche, ja, vielleicht im Beruflichen, was, ne, wurde da erlebt, was darf da jetzt nochmal auch an Veränderungen geschehen. Ja, schauen wir. Und natürlich, wir haben die Frühjahrstag- und Nachtgleiche, ja, starten am 20. März in die Witterzeit, ja, da wird das auch nochmal sehr aktiviert, gerade diese heilvolle Energie. Es ist eine heilvolle Energie, ja, selbst wenn wir uns mit karmischen Themen, also mit Lernaufgaben, ja, grundsätzlich einfach Lernaufgaben, nichts Schlimmes, Übles, Schlechtes, sondern Herausforderungen an uns selbst zu wachsen, auseinandersetzen. Es geht Richtung Heilung, ja, der Chiron bringt einen heilsamen, ganz starken heilsamen Impuls hinein, ja, auch nochmal dadurch, dass dann zum Beispiel Mars in die Fische wechselt gegen Ende des Monats und eben da mit sich selber auch nochmal, wir mit uns selber gut ins Gespür kommen, ne? Ja, und mit dem Vollmond, den wir am Ende des Monats haben, ne, haben wir gleichzeitig eben auch eine Finsternis, so wie wir Anfang April, am 8. April eine Sonnenfinsternis haben werden, mit dem Neumond im Widder. Ja, die Zeit der Finsternisse hat begonnen und da spielen eben auch so tiefgründige Sachen, die ja vielleicht bewusst auch abgedrängt wurden, eine wichtige Rolle, die wollen nochmal angeschaut werden und passiert sehr viel Schicksalhaftes, Umwälzendes, ja, Entwicklungsprozesse eben. Ja, schauen wir. Adjustment, ja. Ja, das ist sehr passend, ne? Die Einstellung, Ausrichtung, Haltung, ja, vielleicht auch die Orientierung, ne, die du
Gewinnst ist hier angesprochen, gilt es sich neu auszurichten, eigene Einstellungen, Haltungen zu prüfen. Ja, looking back, moving forward. Ja, das ist wichtig, denn ja, in vielen Dingen bleiben wir bei dem ersten Punkt stehen, bei diesem Looking Back, ne? Immer wieder zurückzublicken, etwas zu bedauern, etwas eben nicht zu verändern und ja, hängen an Vergangenen. Wichtig ist aber, aus der Vergangenheit zu lernen und damit vorwärts zu gehen. Ja? Etwa heute schon eben am Morgen zu bauen, ja? Sich dessen bewusst zu werden, dass wir mit der Haltung, die wir heute an den Tag legen, mit dem, was wir heute tun, das Morgen bauen, morgen verändern, dementsprechend auch. Ne? Also wenn dir irgendwas auch aus der Vergangenheit nicht gefällt, ja, dann ist es wichtig, jetzt dran zu ändern, jetzt die Sache anzugehen, ja, vielleicht eine Einstellung und Haltung zu bestimmten Dingen, das können verschiedenste Dinge sein, ja, zu prüfen und ja, daraus deine Schlüsse zu ziehen und entsprechend vorwärts zu gehen. Es wird sich am Morgen nichts ändern, wenn du nicht deine Lehre, deine Lernaufgabe aus der Vergangenheit ziehst. Aber das ist, sind eben auch wichtige, schon auch wichtige Punkte, ja, oder wichtige Blickrichtungen. Ja. Wir können nicht vorwärts gehen, und, oder wir können schon, ne, aber wenn wir einfach nur so vorwärts gehen, ohne aus dem Vergangenen zu lernen, dann ja, wird sich in Zukunft eben auch nichts anderes entwickeln. Ja. Weise werden, wir haben hier die Eule mit dabei, weise werden aus der Vergangenheit, dann geht es hier Richtung Licht. Ne? Ja, eine wundervolle Darstellung. Ne? Sehr schön. Ja, hier haben wir die 24. Kann sein, dass dieses Jahr 24, ja, da auch ganz besonders wird. Ne? Oder hier jetzt ein sehr wichtiger Wendepunkt auch geschieht im März für dich, ja. Ja, denn mit der 24 haben wir die 6, da geht es um Herzensentscheidungen, ne? Ganz zu sich selbst zu stehen, sich selber auch so anzunehmen, wie man ist und mit dem zu gehen, ja, das ist natürlich immer wichtig, zu sich selbst zu stehen, das einfach auch so nach außen zu zeigen, ja. Ja, vielleicht in Sachen Einstellung, ja, also berufliche Neueinstellung vielleicht, berufliche Ausrichtung zum einen, aber vielleicht geht es auch um Arbeitsstellen, neue Arbeitsstellen oder vielleicht darf in einer Arbeitsstelle zum Beispiel auch etwas verändert werden, ne? Mit Blick auf das, was gewesen ist. Ne? Vielleicht gehst du aber auch bewusst, ne? Konsequent dann auf Neues zu, geht es Richtung neue Einstellungen in einer anderen Arbeitsstelle zum Beispiel. Ja. Ja, einer, mit der du von Herzen dabei bist, zu der du dich von Herzen entschließt. Ja, ja, vielleicht entwickelt sich, ne, am Arbeitsplatz einfach auch etwas ganz anders, wenn ja einfach auch offen und ehrlich über etwas kommuniziert wird, ne? Sich offen und ehrlich gezeigt wird. Und da bewusst dann einfach auch Veränderungen miteinander angegangen werden. Ne? Ebenso in Beziehung, ja. Oder nur für dich selbst, in eigener Entwicklung. Schauen wir, was sagt der Slenemann noch dazu und Tarot. Und ihr seht schon, diesmal ist der Stapel des Slenemann umfangreicher, ja. Hängt einfach damit zusammen, dass beim Mondnacht Slenemann es auch noch Zusatzkarten gibt und die habe ich diesmal mit eingemischt und ja, die bringen auch noch mal intensiveren oder detaillierteren, farbenreicheren Blick mit hinein. Ups, aha. Und die wollten nicht zeigen.
Und wir schauen auf die Lernaufgabe für die Schützen im März für das Schütze-Kollektiv. Ja, es ist eine allgemeine kollektive Legung. Lernaufgabe. Das ist interessant. Hier haben wir die 11. Die Routen, grundsätzlich, die 11 steht für Selbstmeisterung. Ja. Was auch immer du anzugehen hast, selbst zu meistern hast, so grundsätzlich deinen eigenen Weg zu gehen, aber eben auch eine eigene Haltung und Meinung und Ausrichtung in bestimmten Angelegenheiten zu finden, wird Lernaufgabe sein. Ja? Das für dich zu klären, für dich selber zu klären, wie, was möchtest du, wohin möchtest du, was entspricht dir in bestimmten Themen, Thematiken, ja, und es ist natürlich auch wichtig, das miteinander zu klären, ne? Eventuell auszustreiten, auszudiskutieren, aber ja, die Ruden, sie sind eine, eben auch eine konstruktive Energie, ne? Wenn etwas geklärt ist, dann ist hinterher Klarheit da, ne? Dann ist, sind Unklarheiten bereinigt. Ja, und kann natürlich ganz anders weitergegangen werden. Ja. Entweder geht man dann ohne einander weiter oder man ja, schmiedet neue Pläne miteinander, ne, geht konstruktiv miteinander in anderer Weise voran und versöhnt, ja, in klarer Haltung. Ja, es ist wichtig, dass du dich selber zeigst mit dem, was dir entspricht. Und ja, für dich selber da vielleicht in manches, in mancher Sache, in mancher Thematik auch in Bereinigung kommst. Mit Selbstzweifeln zum einen, zum anderen, aber eben auch ja, mit Glaubenssätzen, die du vielleicht auch noch loslassen darfst, mit Prägungen, ja, wo du deinen eigenen Weg finden darfst oder stärken darfst. Ja, sehr viel klärende Energie hier im März. Ne? Aber wenn es dran ist, ist es dran. Ja? Und hier ist die Energie dafür auch wundervoll gegeben. Ne? Ja, schauen wir doch mal. Was haben wir jetzt noch genauer? Die Hand. Oh, schön. Ja, hier haben wir mit der 69 natürlich auch das Miteinander. Ja, auch speziell das Miteinander in Beziehung mit angezeigt. Ja, vielleicht darf hier auch ein Stück weit das Miteinander geklärt werden in Beziehungen, in verschiedensten Beziehungen natürlich, ne? In Paarbeziehungen, ja, Eltern-Kind-Beziehungen, im beruflichen Bereich. Ja, darf eine Balance gefunden werden im, im Miteinander. Ne? Also kann es nicht sein, dass immer nur einer die Hand aufhält, ne? Sondern ja, du darfst natürlich auch auf Empfang gehen. Ist es auch wichtig, ne? Empfänglich zu sein, offen zu sein, ja, auch die Gaben zu empfangen, die ja, für dich gedacht sind, ja? Ja. Sich gegenseitig vielleicht auch die Hand zu reichen zur Versöhnung, gerade auch nach Streit zum Beispiel, ja, nach Auseinandersetzungen. Ja, fünfter Kelche, ja, da darf es in eine neue Entwicklung auch aufgehen, ne, dürfen. Bei der fünfter Kelche ist angezeigt, ne, hier gibt es Enttäuschung, Traurigkeit, da ist etwas, ja, auch in der Vergangenheit vorgefallen, was eine einstmalige Beziehung auf Augenhöhe oder ein Wohlergehen, ein eigenes Ergehen, Wohlergehen in, ja, in Misskredit gebracht hat. Da kam eine störende Drittgröße hinein. Ja, vielleicht das ein anderer Liebespartner, ne? Gerade in der Liebesbeziehung kann das sein. Vielleicht eben noch Streit, grundsätzlich jetzt nur. Ne? Das kann der dritte Kelch sein. Ein Übermaß an Arbeit, ein ja, Missverständnis, ja, was auch immer. Ne? Es hat die Sache zum Kippen gebracht. Lässt sich das jetzt auch nicht wieder einholen? Ja,
Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, aber die Zukunft, die lässt sich anders gestalten. Und ne, die Figur auf den 5 der Kelchen steht immer an diesem Dreh- und Angelpunkt, ne, und hat es selber eben mit in der Hand, ob sich etwas verändert, ne, ob sich die Blickrichtung, die Justierung, Ausrichtung verändert, die Haltung, die Einstellung oder eben nicht, ne. Es steht auf alle Fälle eine neue Chance schon bereit. Eine neue Chance wird ja hier gereicht auf Versöhnung, auf Beziehungen auf Augenhöhe, in welchem Bereich auch immer. Ne? Das kann auch ein neues Arbeitsangebot sein dann. Oder ja, die ja, Versöhnung in der Partnerschaft, aber eben auch eine neue Partnerschaft, ja? Neue Verträge, neue Bündnisse, dass du auch mit dir selber ins Reine kommst. Ne? Ja, vielleicht bist du an manchen Stellen einfach auch immer wieder gestolpert, in Zweifel an dir selber gekommen, weil irgendetwas nicht gut voranging, weil dir irgendetwas nicht gelungen ist zum Beispiel, ja, dann darfst du auch noch mal schauen, woher Bestimmtes herrührt, ja, woher Selbstzweifel rühren, woher es rührt, dass du immer wieder auch in bestimmte Richtungen abdriftest, ja, dass etwas immer wieder auch misslingt. Ja, komm mit dir selbst ins Reine, um deiner selbst willen. Wende dich da von alten Gewohnheiten, Einstellungen, Glaubenssätzen, was auch immer. Wende dich davon ab. Ja, und ja, dann darfst du hier ja auch neue Entwicklungen, ja, empfangen. Etwas, was dir ganz entspricht, was dir wohltut, wo du mit dir selbst ins Reine kommst, ganz in den Fluss kommst. Ja, wo sich Beziehung auf Augenhöhe oder Versöhnung zeigt und einstellt. Ja. Jede Trauer braucht ihre Zeit, ja, sie zu verarbeiten, zu verwinden. Aber hier scheint jetzt der Punkt zu sein, wo sich etwas wenden sollte auch. Ne? Ja, was haben wir weiter? Oh, den Schmetterling. Ja, sehr passend. Das ist jetzt passend. Transformation. Ja. Da wird ne, die Chance ergriffen und siehe da, aus der Raupe wird der Schmetterling. Kommt Entfaltung hinein. Ja, auch neue Leichtigkeit, Lebendigkeit, Farbigkeit. Ja. Ja, wir haben auch so fast schmetterlingsartig diese Ruten. Übrigens, in den Ruten hier kommt auch immer so der Impuls oder überhaupt in den Ruten der Rune Gebo mit, ne? Die ja eben für die Gabe, das Geschenk, auch im Sinne von Begabung, aber auch von Segen und Schutz mitschwingt, ja, oder transportiert wird. Ja, was ist vielleicht einfach auch deine Gabe? Was darfst du hier nach außen hin zeigen? Ja, deine Flügel ausbreiten, damit loslegen. Ja, es wird dir wohltun. Ja, vielleicht geht es ja auch um Heilung, also im gesundheitlichen Sinne einfach auch um Heilung. Da schau einfach, ja, was du vielleicht selber auch dazu beitragen kannst. Ja. Ja, und ja, es wird dir auch eben entsprechende Entwicklung, Leichtigkeit bringen, etwas in Gang bringen. Ritter der Kelche. Ja, da kommt ein liebevolles, versöhnendes Angebot, erleichternd vielleicht dann auch. Da kommst du mit dir selbst in Sachen Selbstliebe hier wunderbar voran, aber du bist auf dem Weg. Es ist das der Ritter der Kelche, nicht schon die Königin oder der König, ja, sondern der Ritter. Ja. Aber du bist auf dem Weg. Das ist wundervoll. Ja, ja vielleicht auch mit einem bestimmten Beruf, einer bestimmten Begabung, die du empfangen hast. Vielleicht gehst du jetzt hier bewusst auch auf Empfang für eine bestimmte Gabe, Berufung, ja. Und entwickelst dich darin. Ja. Transformation, eigene Verwandlung ist dir angezeigt. Ja, aber auch natürlich
die Liebe kommt ja in Gang, ja. Kommen, wie gesagt, Versöhnung in Gang oder ja, eine liebevolle Botschaft kommt hinein, ein Liebespartner zeigt sich, Liebespartner, Partnerin, ja, ein neues Jobangebot, was auch immer, ja. Oder ja, du selber bist einfach da auch sehr liebevoll unterwegs in dieser Zeit, ne? Ja, zeigst deine Aufmerksamkeit, dein Verständnis, dein Mitgefühl auch anderen, ja, bringst anderen deinen Kelch, ja, das, was dir ganz liegt, was eben deine Gabe, dein Talent ist, gehst versöhnend auf andere zu, ja. Ja, schauen wir mal. Die Spinne. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt hier keine Spinnenphobiker mit dabei, aber ja, ach, der Schwerter. Naja, wie das bei der Spinne so ist, ne? Die webt ihr Netz, die spinnt ihr Netz. Wir haben es hier wieder, ja, ein Spinnennetz regelrecht, was geradezu ja, gefangen nehmen möchte. Ja. Ja, es kann natürlich einfach auch sein, ne, dass du dann zum einen wieder in irgendwelche Fänge, in irgendwelche Entwicklungen gerätst, die nicht wohltun, aber auch wieder in irgendwelche Gedanken, Gedankenmuster und Kreisläufe gerätst, die nicht wohltun. Ja, in bestimmten Entwicklungen, persönlichen Entwicklungen kann es sein, ne, dass hier manches auch noch nicht so klar abgesehen wird, wie es sich entwickelt. Ne? Gerade wenn du mit Berufung hier neu startest oder dich entwickelst. Natürlich ist manches einfach noch nicht klar und absehbar. Ne? Manches lässt sich einfach auch planen, abarbeiten. Ja? Da bleib fleißig einfach auch dran. Ne? Die Spinne ist einfach auch fleißig, hingebungsvoll. Ne? Ja, folgt ihrer Intuition, ne? Ihrer ja, Bestimmung einfach auch. Das bringt sie voran. Ne? Du hast die Möglichkeit, dich eben auch aus dem, was dir vielleicht Sorgen macht, was dich regelrecht in Fängen hat, auch Gedanken, eigene Gedanken und Zweifel, hast die Möglichkeit, dich daraus zu befreien. Ne? Die Dame auf den 8 Schwertern, die hat nie gebundene Füße, natürlich. Die Arme sind gebunden, die Augen sind verbunden, aber sie hat Freiheit, trotzdem Möglichkeit, sich aus einer Situation, die nicht wohltut, sich herauszubewegen. Und es ist einfach nur mentale Energie. Ne? Ja, bereinige da vielleicht einfach auch wirklich deine mentale Energie. Ja, ja, vielleicht wirklich auch mit Reinigungsritualen dann, ne? Mit Gebeten, mit Meditation, mit bewusster Kommunikation hin zur göttlichen, geistigen Welt, ja. Geh in deine Intuition, ja. Intuition ist die Schnittstelle der Kommunikation zwischen göttlicher und menschlicher Welt. Von daher, ja, such da einfach auch bewusst Unterstützung, ne? Orientierung. Ja, Orientierung, ja, auch tatsächlich anhand dessen, was Lehrreiches aus der Vergangenheit kommt. Ne? Der Ritter der Kelche, er ist Richtung Vergangenheit ausgerichtet. Ja? Ja. Hier darf nochmal auch losgelassen werden. Ja? Sollte dich die Vergangenheit nicht wieder gefangen nehmen. Lass die Vergangenheit einfach auch gehen. Ne? Verabschiede sie freundlich und dankbar. Ja, aber du spürst auch schon innerlich, ne, da soll es anderswo hingehen. Auch wenn noch kein Durchblick und Weitblick dafür besteht, aber ja, lass dich da auch führen und leiden. Ja, guck mal,
Und da ist einer, der geht Richtung Zukunft. Der Ritter der Münzen. Der macht etwas, der ist fleißig, der ist hingebungsvoll, der bleibt an etwas dran, der ist nährend. Ja, da sprießen die Kristalle, die Edelsteine aus dem Boden. Ja, bleib dran, mach dir keine Sorgen. Ja, red ja auch selber nichts schlecht, zweifle nicht an dir selber. Du spürst innerlich ganz genau, das ist für dich, ja, hier in Richtung Stärkung, Heilung geht, dass sich nach und nach auch etwas stabilisiert, vielleicht auch gesundheitlich, ne, aber auch im Miteinander dann stabilisiert oder ja, neue Entfaltung hineinkommt für dich persönlich, für Liebesthemen, ja, im Miteinander. Es gilt nur dran zu bleiben. Ja, beharrlich, beständig dran zu bleiben. Das dauert seine Zeit. Ne? Der Ritter der Münzen ist der langsamste aller Ritter, ist überhaupt die langsamste Energie. Oder so gut wie die langsamste Energie. Wird höchstens noch unterboten. Dann vom Page der Münzen. Aber ne, er ist ja fleißig und beständig, beharrlich an dem dran, was ihm eben auch anvertraut wurde. Ne? Und das bringt alles eben dann auch zum Grünen und Blühen und in den Erfolg, ins Glück, ja, in gute Entwicklung. Ja, schauen wir noch, was haben wir hier für Botschaften aus dem Liebesorakel? Und das kann auch erstmal eine Botschaft nur für dich selber sein, ja. Seelenpartner, Dein Seelenpartner ist im Geist bereits bei dir, glaube daran. Ja, der bereits bei dir, ist auf dem Weg, ja, glaube daran, bleib in dieser Intuition, ne? Du spürst es innerlich, lass dich da jetzt nicht irgendwie irritieren, gefangen nehmen von eigenen Zweifeln oder Hineingerede, ja, es kann sein, dass ich es, das hier in Beständigkeit jetzt noch nicht zeigt, aber da ist jemand auf dem Weg, ne? Ja, und du selber, ne, bist natürlich einfach auch auf dem Weg, dein Entwicklungsweg, und ja, entwickelst dich, lernst. Ja, wir haben immer wieder auch entsprechende Seelenpartner, die uns anstoßen auf unserem Entwicklungsweg, ne? Das müssen manchmal eben nicht Menschen sein, die beständig in unserem Leben bleiben. Vielleicht sind es Freunde auch, ne? Oder Leute aus der Familie, Menschen aus der Familie, aus dem näheren Umfeld. Aber es kann auch sein, dass hier, ne, durch jemanden eine bestimmte Entwicklung, eine wichtige Entwicklung für dich hineinkommt, der im nächsten Moment dann auch schon wieder verschwunden ist. Ja, aber natürlich. Hier ist ein beständiger Partner, ne? Ob nun im Beruf, in der Liebe, wo auch immer, auf dem Weg. Ja, und dann haben wir hier noch heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Ja. Gerade wenn es um Versöhnung geht, ob nun in Liebes Beziehungsbereich oder vielleicht auch im beruflichen, in Freundschaften. Ja, da darf aus der Vergangenheit miteinander gelernt werden. Ne? Macht es umso stärker und beständiger auch miteinander. Es wird immer wieder vorkommen, dass man miteinander zu lernen hat, ne? Im Wachstum ist. Ne? Es sind hier halt auch nicht mehr die Pagen, aber es sind halt auch noch nicht König und Königin. Ne? Die beiden. Ja, da geht es aber vorwärts. Entwicklung geht voran, ja. Und ne, andererseits, es kommen liebevolle oder wertvolle Angebote auch hinein, ja. Hier geht vielleicht auch etwas heraus, was du eben sehr gemocht hast, ne. Aber mach dir keine Sorge, hier kommt auch Neues, ja, Greifbares, vielleicht noch Beglückenderes hinein, ne. Etwas, was von Dauer ist, auf alle Fälle.
Als Krafttier haben wir zum einen den Falke, Spontanität und Schnelligkeit. Der Falke kann im Flug hohe Geschwindigkeiten erreichen, um seine Beute zu fangen. Nutze den Moment. Ja, ne? Auch die Menschen, die nur ganz kurz Impuls geben, auftauchen in unserem Leben. Ja? Nutze die Möglichkeit, die Chance, die dir hier gereicht wird. Ne? Nutze den Moment und lass mehr Spontaneität in deinem Leben, in dein Leben. Warte nicht zu lange damit, wichtige Entscheidungen zu treffen. Höre auf dein Bauchgefühl und bejahe etwas, ohne lange nachzudenken. Ja, hier die Affirmation dazu: Ich kann mein Leben schnell ändern, denn ich lebe im Hier und Jetzt. Ja, das hatten wir hier mit dabei, ne? Wenn du selbst ganz in deiner Mitte bist, ne? Selbst wenn du an manchen Stellen noch nicht weißt, wo es ganz konkret und langfristig hingeht, ne? Wenn das noch nicht absehbar ist, aber wenn du in deiner Mitte bist, deiner Intuition folgst, kann sich hier etwas wirklich Tolles dann auch zeigen, ergeben, entwickeln. Ne? Ja, und dann haben wir noch die Gottesanbeterin. Glaube und Hoffnung. Die Gottesanbeterin hält ihre langen Fangarme, als würde sie beten. Verliere nicht den Glauben an dich selbst. Schöpfe wieder Hoffnung und vertraue dir und deinen Kräften. Stell dich kleinen Herausforderungen und feiere deine Erfolge. Du bist großartig. Deshalb die Affirmation: Ich kann auch mit kleinen Schritten Großes erreichen. Ja, sehr passend. Sehr schön, wundervoll. Ich hoffe, es konnte euch gut unterstützen und wünsche euch eine, ja, gesegnete Entwicklung, tolle Erfahrungen. Tolle Entwicklungen für euch persönlich, aber natürlich auch im Miteinander, in der Liebe, im Beruf, wo auch immer. Ja, alles Liebe dafür und dann bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.